Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video und zwar zu Star Fox Zero in der First Print Edition. In dieser Edition sind Star Fox Zero, Star Fox Guard und ein Steelbook enthalten. So. Hier hinten steht das in verschiedenen Sprachen drauf. Und hier nochmal die Seite. Und ja, ich finde schon mal das Design von der Verpackung sehr schön. Ist ab 12 das Spiel. Und man kann Amiibos auch nutzen bei diesem Spiel. So. Das liegt jetzt so da drin. Das sind drei Teile direkt hintereinander. Und wir fangen mit dem Steelbook erstmal an. So sieht das von vorne aus und von hinten. Und hier steht sogar Star Fox Zero drauf. Das ist nicht selbstverständlich. Bei den meisten macht Nintendo das nämlich nicht drauf. Bei den meisten Steelbooks. Hier drin sehr schöne Zeichnungen. Sehr interessant. Und hier kann man zwei CDs reintun, bestimmt für Star Fox Zero und Star Fox Guard direkt zusammen. Also die Innenverpackung hat mich sehr überrascht. Nur das Äußere finde ich ein bisschen langweilig, weil hier sehr viel grau, sage ich jetzt mal. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So, dann kommen wir zu Star Fox Zero. Die Verpackung ist im Großen und Ganzen gleich. So. So. So sieht die CD aus. Ja, auch sehr schön. Und dann Star Fox Guards, das kann man auch einzeln kaufen. Kostet so 18 Euro, glaube ich. Und das ist nur ein Download-Code-Titel. Das heißt, das kann man eigentlich nur im Nintendo eShop kaufen. Und es gibt das halt hier als dieser Version hier mit so einer Verpackung. Aber da drin ist nur ein Download-Code. Und ja. Oh, doch mit CD. Also bei... Ja, dann ist das wohl hier als nur in dieser First Print Edition als CD drin. Und sonst, wenn man das jetzt einzeln kaufen würde, ist da nur ein Download-Code drin. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Deswegen ging ich jetzt davon aus, dass es in dieser First Print Edition auch der Fall ist. Aber ist gar nicht so. Bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Ich habe lieber was im Regal stehen als irgendwo auf der Konsole gespeichert. Das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Und ja, vielen Dank fürs Angucken und bis zum nächsten Unboxing-Video.